Wir blicken in eure Gesichter und wir sehen in ihnen uns. Wir schauen in eure Augen und wir sehen den gleichen Schmerz, der auch in unseren Augen sein unruhiges Zuhause gefunden hat. Wir sind ihr und ihr seid wir. Denn wir und ihr, wir alle wissen, dass das, was heute vor 3 Jahren geschah, hätte alle treffen können, die in den hasserfüllten Augen eines Rassisten kein Recht auf Leben haben. Wir alle haben jedoch ein Recht auf Leben. Wir alle haben sogar Anrecht auf mehr. Wir haben ein Recht auf ein würdiges Leben. Weder darf uns das eine noch das andere Recht genommen werden. Geschieht es doch, müssen wir etwas dagegen tun. Wir müssen miteinander reden, zueinander finden, uns organisieren und uns gegen die wenden, die uns unsere Rechte absprechen. Ich bin Emich Gürbüz. Ich bin die Mutter von dem kaltblütig ermordeten Sedat Gürbüz. Heute ist der 19. Februar, der Morgen der schwarzen Nacht, der ein Schandfleck Deutschlands ist. Heute sind 1096 Tage vergangen, seitdem ich mein Kind nicht sehe. Seit 1096 Tagen führen wir ein Leben ohne Sedat. Ich vermisse ihn so sehr. Ich möchte von der deutschen Stadt und der Stadt Hanau, dass sie für Gerechtigkeit sorgen, falls es denn diese Gerechtigkeit gibt. Wir möchten Aufklärung. Dazu sind sie verpflichtet. Sie schulden uns 9 Familien jeweils ein Leben. Sedat, Said Nesar, Mercedes, Hamza, Willi Viorel, Fatih, Ferhat, Kaloyan und mein Bruder Gökhan. Ich denke, wir haben unsere Versprechen gehalten. Eure Namen sind nicht vergessen. Im Gegenteil. Eure Namen stehen für den Widerstand gegen Rassismus. Sie stehen für die Verteidigung der Gesellschaft der Vielen. Eure Namen stehen für den Kampf um Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Erinnern heißt verändern. In meiner Rede möchte ich mich kurz an Ministerpräsident Boris Rhein wenden. Herr Rhein, Sie hatten am 2. Februar 2021, also zum ersten Jahrestag des Anschlags, eine beachtliche Rede gehalten. Ich zitiere, was Sie uns, den Angehörigen, damals im Landtag zugerufen hatten. Wer Ihnen zuhört, der kann von Ihnen lernen. Sie haben das Geschehene für alle hörbar eingebettet in Ihre eigene Erfahrung über Alltagsrassismus, Vorbehalte, Ausgrenzung und daraus resultierende Verletzungen, die so viele, auch ich, ja gar nicht kennen. Sie haben die notwendige Auseinandersetzung mit rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft wieder klar auf die Tagesordnung in alle Parlamenten gesetzt. Sie haben Menschen aufgerüttelt und
sensibilisiert und sie haben zu Recht Solidarität eingefordert. Zitat Ende. Danke nochmal nachträglich für diese ermutigenden Sätze. Herr Rhein, hier hinter uns im Rathaus haben wir mit der unabhängigen Ermittlungsagentur Forensic Architecture eine Ausstellung aufgebaut. Denn wir müssen leider immer noch aufrütteln und sensibilisieren. Bis heute bleiben zentrale Fragen zur Tatnacht ungeklärt. Einige Punkte ist deutlich geworden, dass das Organisationsversagen bei Polizei und Behörden noch größer war, als wir zunächst angenommen hatten. Sehr geehrte Herr Rhein und sehr geehrte Frau Faeser, wir möchten Sie herzlich einladen, nach dieser Gedenkkundgebung mit uns diese Ausstellung anzusehen. Der Notruf war in einer wichtigen Minute nur mit einer Person besetzt. Eine weitere Polizeibeamtin in der Hanauer Station Dienst wurde einfach vergessen. Es gab bei Hanauer Notruf keine Weiterleitung. Die Polizistin am Telefon wusste als nächst einmal, dass alle nicht angenommenen Notrufe in Leere gingen. Probleme und Beschwerden bei Hanauer Notruf gab es seit 20 Jahren. In dieser Zeit haben wir Verantwortliche bei der Polizei mit Bewortung der Hanauer alte Krise, also ca. 200.000 Menschen bei Notruf auf Risiko gespielt. Bis es dann 2020 passiert. Unser Sohn hat es dreimal versucht, dann kann nichts durch. Er hätte die Chance gehabt, sein Liebe zu retten, wenn es durchgekommen wäre. Doch wie die verlor sein Liebe, ohne dass Konsequenzen folgt. Bis heute, fast drei Jahre danach, gibt es nicht einmal Entschuldigung der Verantwortlichen. Wo? Wo war die in Hanau? Wo? Wo? Wo war die in Hanau? Wo? Wo? Wo war die in Hanau? Wo? 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 Wenn die Polizei im Jahr 2016 zu der Erkenntnis gelangte, dass sie einem mobilen Täter nicht gewachsen sei, wieso trifft man dann keine Vorkehrungen, um ein solches Szenario zu vermeiden? Wieso erhielten wir von der Polizei nicht die nötigen Informationen zum Verbleib unserer Geliebten? Und wieso missachtete die Staatsanwaltschaft als auch die Polizei unsere Rechte, als es um das Thema Obduktionen ging? Wieso wurden wir wie Gefährder und nicht wie Gefährdete behandelt? Warum wurden die Ermittlungen zum Notausgang vorschnell beendet? Und wieso beauftragte die Staatsanwaltschaft keine sachverständige Person mit der Beantwortung von Fragen, die sie nicht beantworten kann? Wieso hat man nicht die Polizeibeamten vernommen, die bei den Razzien in der Arena Bar eingesetzt wurden, als es um den Vorwurf einer polizeilichen Anordnung, die Notausgangstür in der Arena Bar geschlossen zu halten, ging? Wurde wirklich neutral oder ergebnisorientiert ermittelt? Trotz vorliegender Beweise, Zeugenaussagen und forensischer Rekonstruktionen möchte man die Geschehnisse auf einer pietätlosen und feigen Art weiterhin vertuschen, in Hoffnung, dass sich die Thematik unter den Tisch kehren lässt. Eine angebliche exzellente Arbeit von den rechten Chatgruppen, beteiligten SEK-Beamten, ein nicht besetzter Notruf, ein verschlossener Notausgang und der Schutz des verwirrten rechten Vaters, der seither in tiefe Narben sticht. Als würden die Tatlosigkeit nicht schon schmerzhaft genug sein, erlauben sich sogar am Untersuchungsausschuss beteiligte Abgeordnete der CDU Witze über den verspäteten Notausgang zu machen, über einen sich hinter mir befindenden Notausgang, der den Mord unschuldiger Menschen begünstigte. Die Untätigkeiten unseres Rechtsstaates gibt genau diesen Menschen mehr Freiheiten, solch undemokratisches und unmoralisches Verhalten weiter auszuleben. Wie viele Leben hätten gerettet werden können, wenn keine rechten SEK-Beamten im Einsatz gewesen wären?
Wie viele Leben hätten gerettet werden können, wenn gegen strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei etwas unternommen worden wäre? Anschläge werden nicht aufgeklärt und Ermittlungen werden eingestellt. Im Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, welcher durch den Druck der Familien und Überlebenden erst entstanden ist, schieben sich die Politiker, die Beamten und die Behörden nur gegenseitig die Schuld zu. Und wir sehen einmal mehr, dass die Politik offensichtlich kein Interesse hat, eine Tat wie diese vollständig aufzuklären und Konsequenzen zu ziehen. Wir sagen, Hanau war kein Einzelfall. Die Probleme in den Strukturen und Institutionen in Deutschland sind lange klar. Halle, Chemnitz, Kassel, Dessau, Solingen, Rostock, Dresden, Mölln, Nürnberg, Berlin und Hamburg. Eine geografische Landkarte gezeichnet von sogenannten Einzelfällen. Gestützt und ermöglicht werden diese Taten von Behörden, die du und ich kennen. Die Rechtsradikalen agieren nicht nur im Untergrund, sie sind im Verfassungsschutz, in der Bundeswehr, in der Polizei und schließlich auch im Parlament vertreten. Bis heute hat niemand die politische Verantwortung übernommen. Bis heute haben wir nicht einmal eine Entschuldigung zu hören bekommen. Viele Politiker, auch Sie, Herr Rhein, haben vor 2 Jahren von der Zäsur gesprochen, die Hanau sein wird, sein oder werden muss. Doch zur Zäsur gehört, dass Fehler und Versäumnisse aufgearbeitet und zugegeben werden und aus ihnen zu lernen. Zur Zäsur gehören Konsequenzen. Wir Angehörige haben immer wieder formuliert, und ich möchte es zum 3. Jahrestag wiederholen, keine Familie soll erleben, was wir erlebt haben. Ich bin Ayla Kurtovic, die Schwester von Hamza. Mein Herz ist gebrochen seit dem Tag, an dem mein kleiner Bruder aus dem Leben gerissen wurde. Mir ist bewusst, dass mein Bruder nie wieder zurückkommen wird. Ich gebe den Kampf nach Aufklärung und Konsequenzen nicht auf. Die Landesregierung ist Antworten schuldig. Wir werden so lange weitermachen, bis die Geschehnisse aufgearbeitet sind. Vielen Dank. Da, wo ich herkomme, trauert man 40 Tage. 40 Tage Zeit, um zu verarbeiten, um zu realisieren. Nach 40 Tagen kann ich Schmerz verstehen, ich kann Schmerz lokalisieren. Wie lange wurde uns Zeit gegeben, zu verstehen, was geschehen ist, zu realisieren, was geschehen ist, unseren Schmerz zu empfinden und zu lokalisieren? Hanau ist geschehen. In Deutschland dreht sich die Welt ganz normal weiter. Nur in unserer Brust eine tiefe, klaffende Wunde. Ich bin der Bruder von Fatih Saracoğlu. Mit dir habe ich meine Gefühle, meine Vertrauen verloren. Ohne Vertrauen, ohne Hoffnung dominiert Angst, Wut, Treue. Gefühle, die ich mich wie ein Schatten begleiten. Meine Seele schmerzt. Ich will nicht mehr. Ich will liegen bleiben. Ich will sterben. Gedanken, gegen die ich jeden Tag kämpfe. Ich stehe auf, denn ich fühle mich verantwortlich für meine Familie dazu sein. Verantwortlich, Menschen aufzuklären. Verantwortlich, gegen rechtsextreme Gewalt zu kämpfen. Fast 3 Jahre ist es nun hier, dass wir Kaloyan, Willi, Mercedes, Ferhat, Gökhan, Sedat, Saitnasha, Hamza, Fatih. Durch die rechtsextremen Terroranschlag in Hanau verloren haben. Ich bin Derya Saracoğlu und Fatih war ein Freund, mein Schwager, mein Bruder, er war ein Teil von meiner Familie. Auch wir, die Familie, sind Opfer dieser Tat und trotz dessen.
lastet eine riesige Verantwortung auf unserer Schultern. Wir haben Wunde. Wunde, die nie geheilt werden. Wir kämpfen, dass nie wieder Wunden geöffnet zu werden. Weil diese Wunde ist mit vollem Schmerz. Es geht nie weg. Man kann das nicht beschreiben. Man kann das nicht betonen. Es reicht nicht die Wörter dafür, die Schmerzen, die hintergebliebenen Menschen zu fühlen. Auch wir Angehörigen können unser Leben nicht mehr normal weiterleben. Durch diese Ereignisse brechen wir geistig und psychisch zusammen. Wir leben auch nicht mehr. Nur durch unsere Wut und unseren Schmerzen werden wir noch in Bewegung versetzt und wir kämpfen, ohne zu leben. Jeden Einzelperson, die Verantwortung annimmt, steckt uns etwas Vertrauen und Hoffnung zurück. Dankeschön. Heute habe ich eigentlich keine Kraft zu reden. Wollte ich auch nicht. Ich mache es trotzdem, weil wir gelernt haben, an solche Tagen reden zu müssen. Wir müssen reden, trotz unserer Schmerzen, damit wir die Öffentlichkeit erreichen und Druck zu machen. Viele der Politiker erwarten von der Gesellschaft, dass wir langsam vergessen. Das haben sie lange Jahre gemacht mit uns, seit 60 Jahren. 9 junge Menschen, 9 Leben, 9 Familien und Hunderte von Todesfällen davor. Warum das alles? Wegen Hass. Weil Deutschland uns nicht schützen konnte. Weil es Rassismus nicht genug bekämpfen konnte. Mein Name ist Valentino Kierpert. Ich bin der Sohn von Mercedes Kierpert. Neben mir steht meine Oma, die Mutter von Mercedes. Seit 3 Jahren wohne ich bei ihr. Ich habe meine Mutter verloren, als ich 17 Jahre alt war. Meine Schwester war 9 Jahre alt. Es war ein riesiger Schock für uns. Wäre meine Oma nicht gewesen, dann weiß ich nicht, was aus uns geworden wäre. Das hat uns alle so wehgetan, der ganzen Familie. Wir fordern, dass uns Betroffene endlich richtig zugehört wird. Wir möchten, dass unsere klaren Forderungen auch klare Konsequenzen folgen. Die Polizei schützt uns bis heute nicht vor dem Vater des Attentäters. Es waren so viele Politiker hier und haben uns viel versprochen. Davon haben wir nicht viel gesehen. Seit Monaten belästigt der Vater des Täters meine Familie und die Nachbarschaft in Kesselstadt. Er zerkratzt die Autos migrantischer Familien. Er fragt mich und auch andere, woher wir unser Geld verdienen. Er belagert uns und starrt uns an. Er geht zu kleinen Kindern, immer mit dem großen Hund dabei. Was muss noch passieren? Er beweist jeden Tag, dass er einen großen Hass auf uns hat. Er hat die Waffen seines Sohnes und die Webseite zurückgefordert. Und wir alle wissen, wohin dieser rassistische Hass bei seinem Sohn geführt hat. Wenn etwas passiert, was werden die dann zu dieser Gesellschaft sagen? Erinnern. Woran wir uns am Ende erinnern werden, sind nicht die Worte unserer Feinde. Es ist das Schweigen unserer Freunde. Gerechtigkeit zu fordern bedeutet auch, bestehende Verhältnisse zu hinterfragen und zu verändern. Dazu gehört, neben der Forderung, Rassisten zu entwaffnen und alle faschistischen Parteien und Organisationen zu verbieten,
auch die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. Denn dort, wo Ausbeutung, Unterdrückung und Chancenungleichheit besteht, kann Rassismus nicht bekämpft werden. Es liegt an uns jungen ArbeiterInnen, SchülerInnen und StudentInnen, sich zusammen gegen diese Zustände zu stellen und für eine bessere Welt ohne Rassismus und rechte Gewalt zu kämpfen. Wir lassen uns nicht länger spalten. Wir stehen mit denjenigen, die unter dieser Gewalt, Schikane und Diskriminierung leiden. Widerstand überall! Hanau war kein Einzelfall! Schulter an Schulter gegen den Rassismus! Schulter an Schulter gegen den Rassismus! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Egal welche Nationalität, welche Religion, welche Farbe muss Respekt haben von allen Menschen. Wir sind alle zusammen. Wir haben nur einen Gott, egal schwarz, weiß, Moslem oder Christ. Danke euch. Danke, danke. Was auch viel zu lange dauert, ist das Denkmal für ein lebloses Denkmal. Ein paar Steine oder sowas kämpfen wir schon seit über 3 Jahren. Und immer noch ist nicht auf dem Marktplatz. Wie kann das sein? Überall in Hanau hingen Plakate mit der Aufschrift: Die Opfer waren keine Fremden. Doch, das waren sie. Denn wären unsere Kinder keine Fremden, so wären sie heute noch am Leben. Es war ja 1993, als in Solingen ein von Türken bewohntes Haus in Brand gesetzt wurde. 5 Menschen verloren damals ihr Leben. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl weigerte sich vehement, nach Solingen zu reisen. Er sprach sogar von einem Beileidstourismus. Helmut Kohl ist in Geschichtsbücher eingegangen. In Verbindung mit dem Brandanschlag in Solingen hingegen ist er der kalte Kanzler. Sie, Herr Kaminski, haben es noch in der Hand, als der Bürgermeister in die Geschichtsbücher von Hanau einzugehen, der das Andenken der Ermordeten gewahrt hat. Yeah! 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 Wenn nicht, so werden Sie immer als der tatenlose Bürgermeister in Erinnerung bleiben. Stehen Sie mir zu, dass ich, nachdem ich das schon einige Jahre in Hanau mache, hier geboren bin, auch ein bisschen ein Gefühl dafür habe, was die Hanauer Stadtgesellschaft mitgeht und wo sie einfach ein Störgefühl hat. Und mein Bestreben liegt darin, all diese unterschiedlichen Sichtweisen beieinander zu halten. Wer glaubt, eine solche Entscheidung wirklich streitig quer durch die Stadt herbeiführen zu können, der wird dem Anliegen, wofür ich stehe, nämlich die Stadtgesellschaft beieinander zu halten, nicht gerecht. Dann sagen die Angehörigen, sie gehen nicht in die Geschichtsbücher ein. Trifft sie das? Nein. So, dann gehen wir jetzt. Wir gehen in die Ausstellung. Vielen Dank. Danke. Opa, für 3 Groschen am Tag mal Loch hat. Jeden Monat bist du Ohnmacht für den Tagelohn. Kohlenstaub geschluckt für euren Nachkriegswohlstand. Minusgrade draußen, Minusgrad im Thorax. Einsame Kanacken in der Arbeiterbaracke. Tag für Tag am Wackern für das Kapital in Taschen vom gleichen Pack, das 30 Jahre vorher ohne Wimpernzucken Menschen in die Gaskammern verfrachtet hatte. Und während Molotovs auf die Unterkünfte prassen, auf der Arbeit und beim Amt. Immer lachen und der Enkel kriegt keinen Job und keine Wohnung wegen des Namens. Bei den Enkeln der Fabrikbesitzer, die die Großeltern damals ausgebeutet haben. Und sie fragen und sie fragen, warum picken keine Action und rennen weg vor der Polizei? Warum suchen keine Action und sind immer aggressiv? Warum tun sie schon mit 16 auf Mafioso und Bandit? Warum hängen sie in der Spielung, im Café und auf der Street, statt die Zeit und Energie in die Zukunft
zu investieren, um Verständnis in der Presse und bei Familienessen. Nein, keiner würde es checken, aber keiner hält die Presse und sie fragen: Warum können denn deine Großeltern kein Deutsch nach 50 Jahren in diesem Land? Ja, schon ziemlich enttäuschend. Leitkultur, ich weiß nicht, was sie wollen. Leitkultur in Hanau, Leitkultur, wir sind das Volk. Sie sehen Einzeltäter oder Psychos mit dem Kult. Ich seh nur, hier ist Leib und lebt euer schönes Schwarz und Gold. Man kann doch ein braver Deutscher sein, wenn man nur möchte. Doch ich möchte nicht leid, danke, trinke Chai und esse Köfte. Ich esse Köfte, ich trinke Chai und esse Köfte, esse Köfte. Dankeschön, Anna. Hallo, mein Name ist Claudia Satorski, Claudia Dunja Satorski. Ich bin die Freundin von Mercedes. Bin mit ihr groß geworden in Kesselstadt, wie auch mit vielen aus Kesselstadt. Ich habe die letzten Minuten mit meines Lebens, tut mir leid Leute, ich bin aufgeregt. Ich bin das erste Mal auch auf der Bühne. Nach 3 Jahren. Ich habe die letzten Minuten meines Lebens mit Mercedes und mit Ferhat verbracht. Ich habe meine letzte Zigarette mit dem Ferhat sogar vor der Tür geraucht, kurz bevor das passiert ist. Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass wir aus Kesselstadt und auch aus Stadt Hanau ein Leben alle zusammengeteilt haben und es die besten Menschen aus meinem Leben waren und Mercedes eine sehr fürsorgliche, mutige, starke Frau war, die immer hinter uns gestanden hat, zu uns gestanden hat und uns verteidigt hat. Und das hat auch ganz Kesselstadt getan. Jeder soll wissen, es waren die besten Menschen, die je gelebt haben hier in Hanau. Von uns Kindern. Dankeschön. Danke. Hallo. Mercedes war meine beste Tante, die es gab. Und wir sind alle Zeuge, dass die Tür verschlossen war. Das soll jeder wissen in ganz Hanau und Deutschland. Oftmals geschieht es, dass an die, die durch die rechte Gewalt umkamen, nur erinnert wird, indem sie mit ihrem Tod in Verbindung gebracht werden. Wir möchten sie jedoch in ihr Leben erinnern, so wie sie lachten, liebten und lebten. Aber auch so, wie sie sich gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzten, niemals aufgaben und manchmal auch, ja, und das gehört auch dazu, kämpften. Für ein gutes Leben in Würde für sich und andere kämpften. Es ist diese Art von Erinnerung, die wir mit euch hier teilen, mit euch hier beleben wollen. Ein Erinnern, welches das Leben und das Kämpfen feiert. Denn nur so im Leben und im Kampf gegen die Gewalt ist eine Gesellschaft ohne Rassismus und ohne rechtes Denken möglich. Hanau, 19. Februar 2023, am 3. Jahrestag der Abwesenheit von Ferhat, Hamza, Said Nesar, Willi Viorel, Mercedes, Kaloyan, Fatih, Sedat und Gökhan. Dankeschön.